5, 4, 3, 2, 1, 0! Mit Luftballons und einem Gewinnspiel feiern die Rosenheim Cops den Dreh ihrer 250. Folge. Auch nach 12 Staffeln haben die TV-Kommissare nicht die Lust am Ermitteln verloren. Erstens macht es jetzt vor allem wieder Spaß, da ich ja letztes Jahr ausgefallen bin durch die schwere Verletzung. Und jetzt bin ich wieder gesund und wieder fit und freue mich des Lebens und freue mich, dass ich wieder arbeiten darf. Und mit diesen lieben Kollegen, die ich habe, und dem tollen Team, den tollen Regisseuren, Maskenbildner, Lichttechniker, jeder Praktikant. Und viele sind schon seit vielen Jahren dabei. Und das ist wirklich eine Familie, wo man gern hinkommt, sich zu Hause fühlt und man sehr viel Zeit verbringt. Wir sagen, Drehzeit ist Lebenszeit und das soll Spaß machen. Wir arbeiten hart und arbeiten viel und müssen mittlerweile ja sehr schnell arbeiten. Das ist wie überall in der Gesellschaft heutzutage, dass man ja viel zu leisten hat. Aber wir schauen immer, dass wir da viel Spaß dabei haben und freuen uns. Und darum hört es nicht auf, Spaß zu machen. Ich glaube, dass wir sehr, sehr zusammengewachsen sind als Ensemble, dass wir zusammenspielen, dass die Charaktere ihre einzelnen Geschichten bekommen haben, die sich eben dann fügen in diesen 45 Minuten und dass man gemerkt hat, es geht nicht nur um den Mord, sondern um die Personen, die sich da in unserem Kommissariat herumtreiben. Bald werden neben den Rosenheim-Cops auch die Garmisch-Cops nach Fernsehverbrechern fahnden. Ich glaube, eine Bereicherung wiederum fürs Fernsehen. Es gab ja bei Soko, gibt es auch die vielen Ableger, die ursprüngliche Münchner Soko 514 und dann eben die ganzen Soko Leipzig, Soko Wismar, Soko Kitzbühel, Soko Wien und so. Und ich glaube auch, dass sich die nicht gegenseitig das Wasser abgraben, sondern es immer mehr zum festen Markenzeichen wird und dass die Leute sich da verlassen können, dass da gut unterhalten werden. Der Wind über dem Ammersee schickte die Ballons auf ihre Reise. Die glücklichen Finder können DVD-Boxen und eine Komparsenrolle gewinnen. Jeder, der bei uns Komparse ist, fühlt sich wohl, wird herzlich aufgenommen, der muss auch keine Angst haben. Ein Blick hinter die Kulissen ist ja vielleicht auch mal ganz spannend und vielleicht uns auch mal als ganz normale Menschen zu sehen, auch die morgens ungeschminkt in die Maske stürmen, um dann wieder als die Figuren, die sie dann in der Serie spielen, rauszukommen.